Mit Dünger brauche ich überhaupt nichts. Ja, und das ist Strom für den Bach oder für dieses Plätschern. Und alles andere ist Adrat. Und früher hat das 800 Watt gekostet, dieser Bach. 800 Watt. Und das, da kommt schon was zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn man das nicht braucht, kommt viel zusammen. Überschuss. Und ich habe heute geschaut, ein paar 100 Watt, jetzt, im Dezember. Natürlich bei dem Traumwetter und sonst gar nichts. Ja. Wenn es neblig ist, kriegst du nicht einmal gar nichts. Und deswegen kann man auch nicht abhängig sein von Sonnenstrom, sondern wir brauchen alles. Windüberschuss genauso wie ja, jeden anderen Überschuss. Das müssen wir wieder investieren in andere Formen. In jedem Eck. Ja? Darunter ist meine Dusche. Und das ist eine Vorzeigedusche. Das könnte man überall machen. Überall. Und am Dach natürlich so viel Platz da ist. Das werde ich jetzt auch noch optimieren. Weil ja sogar von meiner Pension was überbleibt. Das heißt, bevor ich in Urlaub fahre, tue ich investieren. Ewig. Optimieren. Und etwas zu tun ist aus meiner Sicht viel wertvoller, wie irgendwo sitzen und Däumchen dran. So. Das ist meiner Sicht. Ist ja im Kleinen alles erledigt und im Großen muss ich das formieren mit einer Bewegung von den vielen, vielen kleinen Parteien. 1300 kleine Parteien zusammen auf Artikel 1 oder Plan U, der die auch so. Ja? Je nachdem, was du oder was wir dann konsensieren, der beste Plan, der beste Name. Und die beste Botschaft ist Pflanzen ohne Ende. Das ist Lebensfreude, das ist gespeicherte Liebe in den Pflanzen, in allen Pflanzen. Gibt es keine Ausnahme und das ja und das andere nicht und da muss man kontrollieren, was richtig und was falsch ist. Nein, es ist alles richtig. Alles, was lebt, ist richtig. Und was du benutzt, ist wieder dein Kaffee. Das heißt, es gibt auch, Hanf ist nicht das Allheilmittel, das sagt, lebt deppert wie bisher, aber kief noch dazu. Also das ist noch einmal ein bisschen depperter. Oder Saffen und was anderes. Ja. Also Alkohol komplett weg. Friedlich und zufrieden und freiwillig. Nicht von irgendeinem Arzt. Ja, du bist abhängig und wenn du irgendwo ein Rum-Dings erschnitten hast, wirst du gleich süchtig. Das ist Angst machen. Angst machen durch Ärzte. Fürchterlich. Verdummt. Nicht logisch. Lauter Experten. Und ich sage halt lauter Trotteln. Aber wurscht. Bleiben wir beim Positiven. Man kann alles bauen und ausrichten. Meine erste Wohnung war 29 Quadratmeter groß. Und ja, man lebt halt eins nach dem anderen. Fünf Paradiese. Und ein sechstes, weiß ich nicht. Werden wir alles sehen. Ganz egal. Aber auf jeden Fall geht es in Richtung ein Weg. Mit Abenteuer, Arbeit. Was Schönes hätte mir nicht passieren können, wie in den Kraftwerken, in den Bergen leben zu dürfen, arbeiten zu dürfen. Naja, was gibt Schönes? Das ist Pionier.
Geschichte. Immer. Und meine Frauengeschichten sind natürlich, ja, manche sagen, na, was weiß ich. Ja. Das gehört dazu. Und ohne Frauen, dann ist ja das Leben halbert. Ne? Definitiv halbert. Ja, in diesem Sinne, mehr ist nicht. Ja, ja, oh ja, viel mehr ist. Aber da gehe ich heute nicht mehr auf. Oder ich gehe schon noch mal auf, aber nicht jetzt mit der Kamera. Obergeschoss und das Untergeschoss ist ja das Paradies. 80 Quadratmeter, da kannst basteln, was du willst, da kannst trainieren, was du willst, also wenn man wollen, tadert und alle Möglichkeiten, was da ist, aber man muss sie ja nicht nutzen. Also ich trainiere jetzt seit, ich glaube, 10 Jahren gar nichts mehr. Ich erhalte meinen Körper geistig und natürlich mit bester Nahrung. Und ja, jetzt freue ich mich aufs Kochen. Wildschwein, Gulasch. Und das sind halt meine 5 abgelaufenen Reisepässe. Unglaublich. Also das heißt, der Notpass ist auch nicht mehr zu verwenden. Und die Neichen kriege nicht, haben sie mir gesagt, auf der Gemeinde in Wien. Nein, gibt's nicht, weil ja der Alte, derjenige, noch gültig ist. Aber der liegt in Albanien. Und die Botschaft in Albanien hebt nicht an, also nicht telefonisch erreichbar. Auf E-Mail wird auch geschissen, seit einer ganzen Woche warte ich darauf, dass man kommunizieren kann. Also ich habe ja geschrieben, aber habe keine Nachricht gekriegt. Naja, und das ist ein Zeichen. Dankeschön. Ich will ja gar nicht weg, wenn es die richtige Frau jetzt gibt, ganz in meiner Nähe. Also da fahre ich mit der Schnellbahn hin. Und ja, ich freue mich so aufs Kennenlernen. Und in diesem Sinne, das geht sich jetzt da wirklich aus, weil letztes Mal oder immer wieder ist das angeschnitten, aber heute nicht. Auch ein Zeichen, wir sind freie Energie, sobald du das mitkriegst. Ewig drehen heißt ewig Strom durch Wasserkraft. Ewig. Das dreht sich nicht ein. Und den Globus habe ich vor 30 Jahren gebastelt, zuerst gezeichnet, von dem abgezeichnet und dann die Baselsteine gemacht. 154 oder 156 reine Arbeitsstunden. Dann habe ich ihn einmal verkauft und habe mich gefreut, war super, ein Monatslohn ist das ungefähr. Ja? Also 156 Stunden sind ungefähr ein Monat. Und dann habe ich 20.000 Schilling gekriegt. Und das ist umgerechnet auf 1.500 Euro, habe ihn dann wieder zurückgekauft. Gott sei Dank, danke lieber Manfred. Und ja, das ist die Botschaft. Ewige Energie durch Drehung, durch Wasserkraft, immer Strom. Und ohne Zweifel. Das ist doch super. Also in diesem Sinne, schönes...